habt ihr so einen Zettel irgendwo im Schild? Das ist gewählt, glaube ich. Nee. Ja. Wir haben leider nur wenig Zeit, nämlich eine Dreiviertelstunde. Deswegen fangen wir mal sofort an. Die vorherigen beiden Vorträge waren ungefähr zusammengenommen so viele Leute wie ihr jetzt seid. Trotzdem vielleicht auch hier eine kleine Mini-Vorstellungsrunde. Einmal kurz vielleicht den Namen sagen und wenn man ein Themengebiet hat, das vielleicht kurz anfügen. Also mein Name ist Jens Seitenbusch, ich mache Datenschutz und andere sogenannte Kernthemen schon seit ein paar Jahren. Und es soll heute primär um Datenschutz gehen, aber auch ein bisschen um Netzpolitik. Wie heißt du? Entschuldigung. Jens Seitenbusch. Einfach vielleicht hier mal so links rum, kurz einen Namen, den Wahlkreis, den Wahlkreis und kurz für ein Themenschwerpunkt. Okay, ich heiße Sascha Zuter, ich komme aus Linnich, das ist der Norden des Kreises Düren. Ich habe noch gar keine Schwerpunkte, ich bin erst in den April-Pirat, deswegen. Ich bin schon mal auf dem Crew-Treffen gewesen und AK-Kommunalpolitik habe ich schon besucht und werde es auch weiter tun. Ja, Frau Mayer, ich noch immer so ein Landesvorstand. Ich bin direkt in den Wahlkreis 138. Themenschwerpunkte kann ich gar nicht so sagen. Ich sage immer so, Kernthemen ist voll wichtig, weil nämlich darauf baut alles andere auf. So. Ja, ich bin der Felix, ich komme aus Bonn und mache da Kommunalpolitik und ich finde, dass wir genug Nerds haben, die sich immer auf Bundesebene vernetzen und treffen und besaufen und irgendwer muss ja die Arbeit vor Ort machen. Ja, ich bin der Karl-Heinz, ich komme aus Köln, bin kein Kandidat, weder auf der Direktliste noch auf der Landesliste oder... Ja, und mich interessiert besonders halt die Sozialpolitik. Martin Böckel aus Hamm, Wahlkreis 145 ist das, glaube ich. 40 Jahre, verheiratet, drei Kinder, Schuhgröße 43. deine Ehe kann nicht mehr annulliert werden. Ist ja von unterschiedlichen. Ich weiß ja nicht, ob die Kinder von ihm sind. Ja, eigentlich auch so mehr netzpolitisch, aber auch in die Schulpolitik reingeguckt und sowas. Vollkommen unterschiedlich. Ja, Markus, 40 Jahre alt, Direktkandidat für den Kreis Düren. Schwerpunkte sind halt Kommunales, Bildung und Arbeit. Leo Lenzen aus Heidsberg, bin 30 Jahre alt, Schwerpunkt ist, dass ich ein bisschen Energie schaffe. Karin Lenzen, Direktkandidatin im Wahlkreis 89 aus Heidsberg. Zu dieser Kandidatur bin ich gekommen wie die Jungfrau zu Kinder. Meine Schwerthemen möchte ich also auch Sozialdenken und ÖPNV. Ich bin 58 Jahre alt, habe zwei erwachsene Kinder. Ja, dieser war auch irgendwas mit Landesvorstand. Direktkandidat im Wahlkreis 129 Münster. Schwerpunktteam Bürgerbeteiligung, Partizipation, Transparenz und somit auch gleichzeitig die Veränderung des Systems. Andreas Brennig, Wahlkreis 141, Direktkandidat für Herne in Bochum 2. Die klassischen Kernthemen sind so meine Schwerpunktgebiete, erweitert noch um Reaktorsicherheit. Andro, 41 Jahre, beruflich Vorzimmerdame. Daniel Bügel, damit quasi zwangsweise Schwerpunkt Familienpolitik auch. Ansonsten eher Generalist und Wahlkreis 118 Oberhausen-Dienstlagen. Mein Name ist Andreas Barry, Hans bestenfalls und Netz oder bestenfalls, bin 46, glaube ich. Meine Schwerpunktthemen sind Drogenpolitik, Suchtpolitik sowie Nichtraucherschutz und möchte jetzt ein neues hier aufmachen zu verdienen. Herr Axel aus Gelsenkirchen, Wahlkreis 123. Ja, Hauptthema bei mir auch Bundes-AG, Drogen- und Suchtpolitik. Du warst gleich noch dazu gekommen? Ja, ich bin Felix Schnowski aus Aachen, bekannt als Schossi.
Ja, ich bin jetzt kein Kandidat oder sowas. Ich bin eventuell ab morgen Wahlkampfkoordinator der Städteregion Aachen, weil ich da momentan der Einzige bin, der sich auf diesen Posten bewirbt. Ich bin thematisch unterwegs in mehreren Bereichen. Ich studiere in Aachen biomedizinische Technik und habe später mal vor, dann halt in der Klinik zu arbeiten. Deswegen bin eher so Richtung okay. Gesundheitswesen unterwegs. Ja. Am Anfang würde ich ganz gerne ein paar Stichworte von euch wissen, was euch so zu Datenschutz und Netzpolitik unmittelbar einfällt. So. Könnt ihr euch auch ein Wort überhaupt? Ja, einfach rein. Achso, Bestandsdatenauskunft. Vorratsdatenspeicherung. Irritiert. Schon im Turm gewesen. So, ja, wir müssen was anbauen. Da soll jetzt mal einer sagen, dass der Lauf die Boss bei der Arbeit will. Hast du dann schnell per Telefon engagiert? Okay, noch weitere Begriffe zu Datenschutz und Netzpolitik. Drossel kommen. Gesellschaftspolitik. Staatsfeuern. Netzneutralität. Ja, das ist richtig. Das ist Anonymisierung. In Bezug auf. Okay. Generell im Netz Datenschutz, Anonymität. Jo. Okay. Niederschwelliger Zugang. Oh mein Gott. Genau. Ja, einfacher Zugang. Wir wollen einfacher Zugang. Einfacher Zugang? Also zum Netz jetzt. Klasse. Hier. Dass halt jeder, Zugang. Der möchte, eine einfache Möglichkeit hat. Barrierefrei muss es sein. Ja, genau. Ja. Aufsuchen. Gibt es etwas, auch was im Kosten liegen und so weiter? Die drei, die dazugekommen sind, könnt ihr kurz einmal Namen, würde ich sagen, und wenn ihr Thema habt, Marc, hast du ein Hauptthema? Ja, Ökonomie. Ökonomie, wer war noch dazugekommen? Ich. Datenschutz. Datenschutz, dein Hauptthema. Und? Sami. Generell oder? Bildung. Ich bin eben gerade jetzt reingekommen. Ein Bildung, Kulturpolitik, Urheberrecht und generalistisch. Und Generalismus, das finde ich gut. Politik. Gut. Noch eins, Verantwortung des Staates in Sachen Datenschutz. Hier hat jetzt keiner Facebook gesagt, ich bin enttäuscht von euch. Super. Ihr müsst volksnah denken, wenn ihr an den Stand geht. Wir wollen ja die Leute überzeugen, uns zu wählen. Netzausbau. Ja, das, also, YouPorn. Dass man einfache Worte benutzt, die jeder kennt. Genau. Gut. Warum ist Datenschutz in irgendeiner Weise überhaupt ein Kernthema? Also unabhängig davon, dass es 2006 im Programm schon stand. Was ist bei den Piraten oder was ist da zu dieser Zeit wichtig gewesen? Warum ist das vielleicht nicht ein Thema wie andere Themen, diese beiden Komplexe? Hat da von euch jemand einen Vorschlag, wenn es so ist? Beschäftigt sich so ja keiner mit, das ist das Problem. Und am besten, wenn ihr kurz SDG, sagen wollt, kurz nur die Hand hier. Das SDGB schützt ja den Bürger durch den Staat. Ja. So, und letztendlich ist das sind diese Aufgaben, die dann eben auch durch das Internet entstehen, nicht wirklich voll übernommen worden, beziehungsweise der wird gar nicht gesehen. Ja, also das Internet ist neu, ne? Politisch neu. Dann ist es auch für viele auch recht abstrakt, weil man sieht ja nicht, was mit den Daten gemacht wird, unmittelbar. Das sieht ja dann erstmal halt mit dem Punkt, wenn Datenmissbrauch. Da ist ja nicht sofort eine Relevanz für den Bürger, wo er sofort sieht, wer stellt was konkret mit meinen Daten an, wenn er sie hat. Und das war 1980 nicht anders? 1980 gab es ja praktisch noch nichts mit groß mit Computer, heute, wo alles vernetzt ist. Welche öffentliche Dienst, welche Behörde hat denn 80 mit Computern gearbeitet? Unix. Ja, das wollte ich gerade sagen. Unix ist aus den 60. Ja, aber ich rede also grundsätzlich denke ich mal, hinkt die Politik reichlich hinter dem, was alles möglich ist. Ich denke mal, dass das Thema sehr viel schneller ist als, sag ich mal, die Umsetzung in der Politik und durch die Politik.
Also ich glaube nicht so, dass der Staat das Internet völlig unterschätzt hat. Aber ich glaube nicht, dass er inzwischen, dass es noch unterschätzt wird, sondern da spielen Ängste und auch einfach Unerfahrenheit eine Rolle. Und eben Mangel an Verantwortung zu übernehmen, den Bürger tatsächlich einen Datenschutz zu gewähren. Also, ja, ich glaube eher, das Gegenteil ist der Fall, dass der Staat sehr wohl erkannt hat, wie wichtig Netzpolitik heute für das Staatswesen ist. Und ich glaube eher, dass er im Augenblick alles versucht, um Kontrollmechanismen anzuführen, die genau diese Gesellschaftspolitik auf diesen engen Kreis der Lobbypolitik, den es im Augenblick gibt, reduzieren und dass sie sich alle Möglichkeiten dazu schaffen. Und dass eher die Bürger da hinterherhinken, wie wichtig das ist, was der Staat da gerade mit ihm versucht und welche Freiheitsrechte er ihnen glaubt. Alles richtig, aber ich würde gerne den Fokus ein bisschen wirklich auf die Situation setzen, dass man am Infostand ist, jemand steht einem gegenüber und man muss denen bestimmte Dinge erklären oder will die vielleicht auch wissen. Das heißt, wir müssen versuchen, ein bisschen dazu zu kommen, den Leuten etwas zu erklären, was unter Umständen relativ komplex ist, vielschichtig hier, vielleicht die digitale Revolution, Computervernetzung und so weiter. Eine gesellschaftliche Entwicklung, wie du auch schon sagtest, aber das ist natürlich relativ theoretisch und auch relativ langatmig. Das heißt, für diesen ganzen Komplex, warum überhaupt Datenschutz in der Piratenpartei heute wichtig ist, reicht eigentlich das. Das ist der zentrale Begriff, der deckt nicht alles ab, Internet, aber die Leute wissen, das Internet gibt es nicht seit 30 Jahren, sondern vielleicht erst seit 20, für manche erst seit 10. Aber damit kann ich am Stand punkten, weil das Wort kennt jeder. Das Wort kennt jeder und jeder weiß ungefähr, was das ist. Ne? Das heißt also, egal was ich sage, man kann sagen, Datenschutz ist heute wichtig, unter anderem wegen des Internets. Das impliziert auch digitale Daten, aber die Vernetzung ist wichtig, weil es gab schon vorher Computer, die waren noch nicht vernetzt. Das ist nämlich der Witz. Deswegen war Datenschutz kein Problem. Du musstest immer Disketten von A nach B tragen. Das dauert. Und ist relativ aufwendig. Das heißt, als erstes diesen Begriff vielleicht einfach im Kopf haben, für Leute, die gar nicht viel mit Datenschutz machen, das aber am Stand verkaufen müssen, ist Internet ein super Einstieg, um den Leuten zu erklären, warum das auch für sie wichtig ist und warum es aktuell wichtig ist und warum die Piraten auf Datenschutz total rumreiten oder zumindest auch auf Netzpolitik veröffentlichen. Dieses hier, das wir einmal rumgehen, ich habe sogar noch einen zweiten, das ist der Flyer, den wir Freitag gemacht haben in der AG Datenschutz. Auch für den Bundestag ist allerdings nicht die endgültige Version. Da gibt es zwei Dinge, den schicke ich auch nicht herum, müsst ihr also nicht euch abschreiben. Da sind Einzelabschnitte, die Überschriften lese ich auch kurz vor, um euch mal zu erklären, wie wir glauben, bestimmte Dinge an den Mann bringen zu können. Da ist als erstes Überwachung am Arbeitsplatz. Das ist ein Thema, was auch vor Monaten aktuell war und nach wie vor aktuell ist, obwohl die Bundesregierung versucht hat, das ein bisschen einzufangen, indem sie ihr Gesetz nicht durchgedrückt haben, sondern das erstmal weggestellt haben. Hat sich aber gezeigt, dass die Medien und das Bürgerinteresse riesig ist. Das ist so Stichwort Lidl-Skandal und Co., ne? Wie die Überwachung von Kassierern, aber auch alles andere, was jeder ist, irgendwie Arbeitnehmer oder ähnliches, hat eine hohe Relevanz. Dann, was wir eben hatten, Bestandsdatenauskunft. Die Überschrift heißt, meine Passworte gehören mir. Das ist so Stichwort, geht jeden an, ob er Bilder hochlädt bei Facebook oder auch immer auf dem Handy, die hat, ne? Pins und Fuchs und Passwörter, die in der Cloud oder im Netz sind, Google Mail und Co., können vom Staat sozusagen jetzt eingesehen werden leichter, ohne dass ich das mitkriege. Dann ist GEZ-Gebühr mit totaler Erfassung der Bevölkerung, das ist hier etwas reißerisch, bezieht sich auf die Neuregelung des Rundfunkgebühren-Staatsvertrags, das heißt jetzt Rundfunkbeitrag, nicht Rundfunkgebühr, und das heißt dann Haushaltsabgabe. Das ist neu. Seit 2013 ist das neue Gesetz in Kraft getreten und kurz gesagt beinhaltet das, dass diese Rundfunkanstalten und ihre neue Institution, die GEZ ablöst, erstens Meldedatenabgleich machen darf mit den Ein- oder Meldeanbietern und auch bei den Befreiungstatbeständen Kenntnis davon erlangt, wer zum Beispiel mit wem in einer Wohnung lebt und auch in welchen Verhältnissen unter Umständen. Also relativ gefährlich. Und GEZ-Gebühr ist natürlich immer so ein sehr populäres Thema, wo man mit den Leuten ganz gut in Kontakt kommen kann. Dann gibt es den Unterpunkt, wer verreist, ist verdächtig. Bezieht sich auf die Fluggastdatenspeicherung. Dazu haben wir uns einen extra Antrag in Neumarkt auch angenommen, dass wir dagegen sind, dass das so gemacht wird, wie es jetzt gemacht wird. Der Vertrag, der dem zugrunde liegt, dem Problem, ist ein EU-Vertrag. Die EU hat Verträge mit USA, mit Kanada und so. Und
gibt dann die Fluggastdaten, die in den Buchungssystemen und anderen Systemen drin sind, einfach weiter, kurz gesagt. Das wollen wir natürlich nicht, insbesondere weil es eben nicht anlassbezogen ist, pauschal, vergeben. Egal, ob du jetzt von Berlin nach Hamburg fliegst, ne? Selbst nicht nur grenzüberschreitende Flüge wohlgemerkt. Tatsächlich? Ja. Und das ist also kein deutsches Gesetz, so gesehen könnte man sagen, ist nicht wichtig, aber alle europäischen Länder machen das auf europäischer Ebene. Insofern ist es doch wichtig, letztendlich für jeden. Dies soll auch ausgeweitet werden auf andere Reisewege, auch auf Schiffe und solche Dinge. Dann gibt es die Zwischenüberschrift Vorratsdatenspeicherung von Telekommunikationsdaten. Das ist ja der Dauerbrenner seit vielen Jahren. Verfassungsbeschwerde zum Teil erfolgreich, aber immer noch nicht komplett aus der Welt. Die Vorratsdatenspeicherung soll auf EU-Ebene wiederum eingeführt werden. Die Innenminister wollen das auch in Deutschland immer wieder pushen, sie mal über jeden Terroranschlag, ob wir das nicht doch machen wollen vielleicht. Und Vorratsdatenspeicherung generell ist halt nicht nur für Telekommunikationsdaten, sondern bei allen anderen Daten ist das auch das Problem, dass eben anlasslos und ohne Grund, genau wie bei den Fluggastdaten, einfach von jedem gespeichert wird, ohne dass man einen Grund dazu hätte und dass das dann eben auch jahrelang aufbewahrt wird. Ne? Das Grundproblem ist immer gleich. Jens, eine Frage. Ja. Was machen wir dann mit den Leuten, die generell fast beratungsresistent sagen, meine Daten kann jeder haben, ich habe nichts zu verbergen. Das ist eine Gut. Ich subsumiere kurz den Flyer, weil das sind wirklich interessante Inhalte für jeden. Den Flyer gibt es ja hinterher auch jeder, vielleicht werdet ihr damit arbeiten. Ja. Das ist schon mal vielleicht ganz interessant, wenn ihr zu den Zwischenüberschriften konkrete Fragen habt oder sowas, die dann jetzt schon mal loszuwerden. Deswegen subsumiere ich das nur kurz, weil das eine thematische Spezialisierung auf populäre Themen ist. Ja, also Vorratsdatenspeicherung, dann Videoüberwachung, die Überschrift heißt Big Brother's Watching You, Auswertung von Videoüberwachung auf öffentlichen Plätzen und so weiter und so fort, auch ohne Anlass und ohne Grenzen natürlich. Dann haben wir Bankgeheimnis abgeschafft, getitelt. Das ist super aktuell, vor ein paar Tagen ist die letzte Einigung tatsächlich gemacht worden. Das ist ein schwieriges Thema für Datenschutz, weil man natürlich für Steuersünder das Bankgeheimnis eigentlich emotional nicht haben möchte. Das heißt, wenn ich den Bürgern sage, das Bankgeheimnis ist total wichtig, dann sagen die natürlich, ja, meins schon. Aber das von der Firma, die da betrügt, oder das von Uli Hoeneß nicht. Ja, deswegen haben wir das hier auch ein bisschen ausgeführt. Ihr könnt ja vielleicht in dem Text gleich mal gucken, oder wie gesagt, ich schicke den rum. Die Grundidee, wie man das den Leuten vermittelt, ist, dass Einschränkung beim Datenschutz kein Ersatz ist für eine gute Steuergesetzgebung. Man kann auch, ohne den Datenschutz abzuschaffen, Uli Hoeneß fair besteuern, wenn man eine gute Steuergesetzgebung hat. Und man kann anlassbezogen steuerlich ermitteln. Man muss trotzdem nicht alle Leute permanent auf ihren Girokonten überwachen. Das ist kein Gegensatz. Dann lebenslange Personenkennziffer, die Steuer-ID, ist ein gutes Thema, weil das in Deutschland tabu bricht, letztlich. In anderen Ländern ist das Tabu nicht groß. Die Schweden haben sowas schon ewig. In England zum Beispiel sind die Animositäten ganz andere. Die reden darüber, dass sie einen Personalausweis einführen, was hierzulande eigentlich kaum mal jemand in Frage stellt, dass wir einen Personalausweis haben. Das ist also wirklich unterschiedlich. Aber in Deutschland ist aus historischen Gründen so eine Personenkennziffer ein ziemlicher Tabubruch gewesen, dass der eingeführt wurde. Und ist aus meiner Erfahrung auch ein sehr gutes Thema, um mit Leuten in Kontakt zu kommen. Warum sind wir eine Nummer, solche Sachen. Ne? Oder soll das überhaupt so sein? Wollen wir das nicht vielleicht anders machen? Und was gibt das da für Probleme? Und der letzte Punkt ist hohe Datenschutzstandards in Europa. Jetzt kommen wir zu dem Block, wo deine Frage drin ist. Nämlich, es gibt sogenannte Battlecards. Ist ja auch thematisiert worden im Vorfeld, habt ihr ja mitgekriegt. Ich werde auch eine machen im Anschluss und die umschicken. Ich habe leider heute nicht geschafft, die jetzt fertig zu machen. Es gab schon eine in 2012 in Hessen. Datenschutz. Da steht so ein relativ abstrakter Krams drin, Schutz der Privatsphäre und Datenschutz gewährleisten Würde und Freiheit des Menschen. So ein bisschen aus dem Grundsatzprogramm abgeschrieben. Nicht falsch, aber würde man natürlich, man kann die Würde des Menschen am Infostand schlecht als ersten Satz anführen. Die Argumente, das ist so ein bisschen sehr fundamental, die Argumente in dieser Battlecard sind die Folgen, sind nur fünf, deswegen lese ich die kurz auf. Wir brauchen Datenschutz, weil sonst gibt es den totalen Überwachungsstaat, weil sonst passt sich der Einzelne an,
Das ist ein wichtiger Punkt. Das ist nämlich dieses beliebte Volkszählungsurteil aus den 70ern. Da hat das Bundesverfassungsgericht gesagt, pauschale Überwachung ist auch deswegen schlecht, weil derjenige, der überwacht, die Bürger, die auch unbequeme Wahrheiten mal äußern, zur Stärkung der Demokratie. Das ist ein wichtiger Faktor, weil manchen Leuten ist gar nicht klar, warum Überwachung überhaupt schlecht ist. Das muss man ihnen dann manchmal erklären. Und Anpassung des Verhaltens ist ein wichtiger Punkt. Überwachung ist immer böse. Der nicht böse Gegenbegriff ist Kontrolle. Also das Kontrolle ist okay, kann man darüber streiten, aber grundsätzlich Kontrolle ist okay bei den Leuten, die zu ihrem Stand kommen, und Überwachung ist böse. Weil Überwachung ist immer, oder fast immer, anlasslos. Ja, also die Videokamera hängt den ganzen Tag da, ob ich auf dem Boden gucke oder nicht. Sie ist pauschal, sie unterscheidet sich zwischen den Leuten permanent und solche Sachen. Alles, was wir nicht wollen, sondern wir wollen anlassbezogenes Ermitteln. Wir wollen nicht rund um die Uhr überwacht werden, nur nicht überall. Ne? Wir wollen sowohl Privatsphäre als auch unbeobachteten öffentlichen Raum. Das ist das Argument mit der Anpassung. Freie Meinungsäußerung und Demokratie wird eben gefährdet durch die Anpassung von dem großen Überwachungsdruck. Dann wollen wir nicht alle Bürger unter Generalverdacht stellen und wir sind für die Unschuldsvermutung. Muss man, glaube ich, nicht erklären. Jetzt kommen die beiden wichtigen Punkte, das sind nämlich die Ja-Abers. Auf so einer Battlecard steht immer Ja-Abers. Das sind die Argumente, die dann der widerspenstige Wähler dir entgegenkommt. Und da gibt es als erstes nicht einen Punkt, der kommt als zweites, sondern der erste ist, wie verhindere ich einen Terroranschlag? So. Also habe ich dann Terroranschläge. Und da habe ich immer bis vorhin eine kleine Runde gemacht. Wir werden ja wahrscheinlich jetzt, wo wir viele sind, nicht jeden versuchen können, aber vielleicht kann der eine oder andere, der Lust dazu hat, einfach versuchen, mir zu erklären, wenn ich jetzt an den Stand komme, ja, wenn ich jetzt die ganze Bewaffnung weglasse, wie verhindert ihr denn dann einen Terroranschlag, ihr Piraten? Und wer sind ihr drei, seid alle gut. Also Video oder die komplette Überwachung, egal wo, hat bisher noch nie einen Terroranschlag verhindert. Was wird kein Terroranschlag, der durch Überwachung verhindert wurde. Ja. Im Gegenteil, die Staaten, die sowas klassisch machen wie die USA, haben eher das Problem, dass es hinterher heißt, ja, da gab es schon Videoaufnahmen, aber das hat nie einer beachtet. Das aber stört ja auch nicht, wenn ich das aufnehme, weil ich hinterher wenigstens war. Selbst wenn es, manchmal kann es ja vielleicht, wenn in der Bahn jemand Video überwacht. Es ist vielleicht schön, Bilder von dem Einschlag zu haben oder von der Detonation. Aber ich glaube nicht daran, dass die Aufklärung, sondern natürlich eher die Aufklärungsarbeit stärken, also sprich Polizeiarbeit und Ermittlungsarbeit. Und Überwachung bedeutet, nach der Überwachung kommt aber immer die totale Kontrolle und Unterdrückung nicht so durchgesetzt. Okay, also positiv würdest du dem entgegensetzen, klassische Polizeiarbeit, nächstes Mal. Ja, aber wenn ich jetzt in meiner S-Bahn, dann sehen die doch früher, dass da eine sehr unbeobachtete Koffer ist, dann kann doch vielleicht einer den schon entfernen, bevor er explodiert oder nicht. A, passiert das guckt nicht. Und B, persönliche Erfahrung, mein Sohn ist in der Straßenbahn überfallen worden, es gab eine Kamera. Es gab dann am Anfang gab es eine Videoaufzeichnung bei der Polizei, die konnten das Format nicht bearbeiten und anschließend war die komplette CD weg. Ich mache mir kurz Schluss, weil wir haben jetzt wenig Zeit, aber es ist super, wenn jedes einmal so. Er hat viele Argumente genannt, die ich erstmal als vorgekommen. Ich nur eine Sache, die Verhältnismäßigkeit der Mittel. Also, wie erklärst du das mir als. Das heißt einfach, die Frage ist, mit welchem Nutzen setze ich etwas ein und mit welchem Nutzen verletze ich danach? Aber ich will ja nicht in die Luft gesprengt werden. Das ist mir jetzt nicht. Wie groß ist denn die Chance, dass ich in die Luft gesprengt werde? Wir sind wahrscheinlich gerade eher im Lotto. Aus Oktoberfest gehen und da will ich schön Bierchen trinken und dann könnt ihr da von mir. Ist doch überall Polizisten und Videokameras hin. Wo ist das Problem? Die Polizisten haben ja auch kein Problem, wenn sie da. Es geht ja darum, dass eben ich unter dem Generalverdacht stehe. Ich will nicht in die Luft sprechen. Wie verhindert ihr denn als Piraten dann? Ich finde das überhaupt nicht. Das ist eine staatliche Aufgabe und die ja schon lange, lange wahrnimmt. So, wie viele Terroranschläge hatten wir in den letzten 20 Jahren in Deutschland? Also das reicht schon, was wir haben. Wir brauchen nicht auszuweiten. Aber es gibt ja auch schon Videokameras. Also. Ja, natürlich gibt es sie, aber sie werden eben falsch verwendet. Und sie werden eben tatsächlich nicht für die Aufklärung von terroristischen Anschlägen verwendet. Gut, okay. Aber es gibt dann Terroranschläge, die NSU-Morde zu machen. Wenn ich also so einen widerspenstigen Bilder am Stand habe, dann sage ich, dann
erkläre ich ihm, dass das, was bisher überall erhoben wird und in Informationen vorhanden ist, beim Landeskriminalamt, bei den einzelnen Polizeibehörden, dass da bisher zumindest etwas fehlt, nämlich eine saubere gegenseitige Information. Wenn die hier sofort wissen würden, was die da schon eruiert haben, dann wäre manches viel schneller und viel eher aufgeklärt worden. Ja, klar, aber das ist auch so. Keine Video- ist nicht besser, trotzdem so eine Videokamera zu machen, damit ich nicht in die Luft gesprengt werde? Eine Videokamera kann nicht verhindern, dass jemand in die Luft gesprengt wird, sondern höchstens jemanden sehen, der vielleicht irgendwo eine Aktentasche hinstellt mit Kapuzenpullover und sonst was. Verhindert den Anschlag selbst nicht, könnte unter Umständen, aber auch nur unter Umständen, weil die Täter ja auch wissen, dass da Videos, Kameras hängen und sich entsprechend anziehen, verkleiden oder unsichtbar machen, kann nichts verhindern, sondern maximal hinterher vielleicht in Anführungsstrichen bei der Aufklärung helfen. Verhindern kann sie es nicht. Okay, also hier Piraten glaubt, man könnte Terroranschläge ganz verhindern. Hast du auch mit Geo-Anträgen? Die Piraten glauben, man könnte Terroranschläge ganz verhindern. Was mit Geo-Anträgen? Das ist ein Rausch. Terroranschläge zu verhindern, ist Videoüberwachung oder überhaupt generell unter Generalverdachtsstellen aller Bürger das ungeeignetste Mittel. Okay, ja, ist auch ein Argument gegen die Wirksamkeit und gegen Eignung sozusagen. Einmal wurde noch gesagt, Status quo reicht. Möchte sich noch jemand versuchen? Und zwei können wir vielleicht noch ja, beiden. Ich sag, es stört dich spätestens dann, wenn du zufällig in der Nähe warst, im Bereich der Überwachung und du dadurch unter in Verdacht gerätst, erst. Ja, aber wir haben ja keine Bombe dabei. Aber du könntest unter Verdacht geraten, weil du zufällig in der Nähe warst, durch diese Überwachung. Ist ja so passiert in Bremen bei den Kindern. Okay, ja. Und du bist mir auch ja, also grundsätzlich. Erstens wissen wir, dass es nicht verhindert wird. Punkt 1. Punkt 2. Wird sich jeder Terrorist darauf einstellen und wahrscheinlich seine Aktentasche nicht dort hinstellen, wo jetzt nun ausgerechnet eine Kamera steht. Genau das Gleiche gilt für alle anderen Überwachungssachen. Auch die Leute, die sich auskennen und die was Böses wollen, werden immer versuchen, das nicht nur versuchen, sondern werden zu umgehen. Egal, ob ich jetzt, wenn ich telefonieren will, ich bin Terrorist, dann habe ich mit Sicherheit keine Nummer, die irgendwo registriert ist. Überwacht werden grundsätzlich nur die Leute, die damit gar nichts zu tun haben, weil sie da... Geklaut wird ja auch immer, trotzdem fängt die Polizei. Und selbst über Datentäter ist es nicht. Die fängt aber die Diebe mit Sicherheit nicht, weil sie Daten haben, sondern... Okay. Auch ein Argument gegen die Wirksamkeit, ne? Dann füge ich jetzt nochmal was hinzu, was wichtig ist. Das ist sozusagen der Trade-off. Was verliere ich denn überhaupt? Das ist wichtig, den Menschen zu vermitteln, ne? Wenn ich nur sage, Überwachung ist scheiße, unwirksam und so, dann hast du immer das Problem, dass die Leute sagen, das ist, ja, verliere ich ja nichts bei, lass uns überwachen. Wenn es nicht wirkt, schlimm ist ja auch nicht. Doch, wir müssen also sagen, was verlieren wir dabei? Denn dann kann man eine Abwägung treffen. Und dann bist du auch im Bereich der Verhältnismäßigkeit. Diese Dinge kann man relativ einfach sich im Kopf merken, wenn man das Extrembeispiel Knast nimmt. Das ist mein Lieblingsbeispiel, das kann sich jeder merken und es ist stellvertretend für dieses erste Jahr. Aber erstens, es gibt keine absolute Sicherheit, wissen wir alle, ist sozusagen weitergedacht, mehr Kameras, erzeugen sie überhaupt In England haben wir festgestellt, dass dem nicht so ist. Zum Beispiel. Und die sozusagen in Deutschland mit am besten überwachten Orte, wo man überhaupt sein kann, die Gefängnisse, selbst da gibt es Drogenhandel, Waffenschmuggel, Telefon rein und raus, sonst was. Und dort möchte man ja nicht sein. Zumindest die meisten Wähler, die zu einem kommen, wollen ja nicht sein. Das heißt, kannst du den Leuten gut vermitteln, oder so mit einem ähnlichen Film. Nicht im Film Kittchen ist kein Zimmer frei. Wo der Verlust ist von totaler Überwachung. Weil totale Überwachung im Knast ist eben. Ich protokolliere, wenn du rein an und ausgehst, du darfst nicht hingehen, wo du willst, du bist permanent überwacht und so weiter und so fort. Und dann kommst du in eine Abwägungsfrage, wie viel Überwachung will ich denn überhaupt haben im Vergleich zu dem, was ich verliere? Ne? Dann hast du eben eine Abwägung. Und dann kannst du mit den Leuten im Prinzip anfangen zu argumentieren,
wenn sie das Gefühl haben, dass sie was verlieren. Wenn du nur auf der einen Seite bleibst, hast du nie was, was die Leute verlieren, die zu dir kommen. Ja, und dann kann man eben das ganz gut argumentieren. Wir sind immer in Zeitdruck, deswegen mache ich das zweite Jahr aber direkt hinterher. Das ist nämlich jetzt eins. Ich habe noch nie... Ja, willst du mich überzeugen? Ich habe leider nichts zu verbergen. Ich habe noch eine Frage zu dem. Okay, ja. Zum Beispiel in Bonn also am Bahnhof so eine Überdachung, wo die Leute ihre Fahrräder hinstellen können. Ja. Machen sie aber nicht mehr, weil jeder in Bonn weiß, egal wann man da irgendwas hinstellt, nach einer halben Stunde ist die Hälfte weg. Also alles, was irgendwie abschraubbar ist, verschwindet da innerhalb kürzester Zeit. Da hätten die Leute wirklich gerne eine Videoüberwachung, um mal rauszufinden, wann und was da überhaupt passiert. Hm. Wie rede ich den Leuten das wieder aus? Ja, am einfachsten, indem du Anlassbezug und solche Dinge herstellst. Das heißt, es muss reguliert sein. Es muss eben klar sein, was da gemacht wird, was mit den Daten passiert, die aufgezeichnet sind. Das ist alles super in Bonn. Für Piraten ist Bonn der Horror. Da wird nach 24 Stunden alles wieder gelöscht, was da aufgenommen wurde. Na gut, aber ist das der öffentliche Raum? Gehe ich da vorbei, weil ich kein Fahrrad habe? Oder ist es nur der Fahrradschuppen, wo nur Leute reingehen, die ein Fahrrad haben? Dann ist es okay. Wenn ich da vorbeigehe, weil ich ein Brot kaufen will, nicht. Mhm. Ja? Da kann man drüber diskutieren, finde ich. Finde ich nicht schlimm. Es muss ausgewiesen sein. Du gehst ja beim Bäcker rein, wenn er eine Videokamera hat beim Bäcker, dann sollte ein Schild vorne dran sein. Das ist die Kenntlichmachung, ausrein, damit ich es weiß. Ich kann mich dazu verhalten, kann mich eben entziehen. Und dann bin ich aber in einem Raum, der nicht mir gehört, sozusagen als öffentlicher Mensch. Auf der Straße dürfen sie nicht filmen, ne? Also die Abgrenzung. Das heißt, auf dem muss jedem klar sein, was passiert. Überhaupt muss mir kenntlich sein. Aber dürfen sie ja sowieso nicht, oder? Auf der Straße filmen, Passanten hin und her. Genau, eigentlich nicht. Das heißt, wenn dein Fahrradschuppen sozusagen, wenn sie da die halbe Straße, wo ich dauernd lang muss, weil ich da wohne oder ein Brot kaufen will, dann sollte man diese Zone reduzieren. Und auf die Leute, die da ihr Fahrrad parken. Und dann können die entweder sich damit auseinandersetzen, ob sie da ihr Fahrrad noch parken wollen oder nicht. Sonst parken sie halt woanders hin, soweit nicht gefilmt werden wollen. Und man kann auch mit der Stadt diskutieren, ob diese Zone jetzt ein videoüberwachter Fahrradschuppen ist oder was. Und dann bleibt es begrenzt, anlassbezogen und verhältnismäßig. Ne? Und muss auch gekennzeichnet sein. Genau, die Kennzeichnung ist wichtig. Das bei all diesen Dingen, Datenschutz dient nicht dazu, Datennutzung zu verhindern. Auch nicht bei Facebook und Google, sondern es muss einfach nur jedem klar sein, was passiert, möglichst. Das muss dann auch eingehalten und zum Beispiel beaufsichtigt und kontrolliert werden durch Behörden und so weiter. Und ich muss mich dazu verhalten können. Das ist der wichtige Punkt hier auch auf diesem Flyer. Ist das schon einmal umgegangen? Hat er den schon alle gemacht? Nee. Das ist nämlich der Punkt Selbstbestimmung. Deswegen steht er auch vorne drauf, Datenschutz, Privatsphäre, Selbstbestimmung. Hattet ihr schon? Eigentlich heißt der Oberbegriff natürlich informationelle Selbstbestimmung. Aber informationelle Selbstbestimmung ist ein ziemlich zähes Wort für einen Stand. Vor allem, wenn man da schnell geneigt ist, informelle Selbstbestimmung zu sagen, wenn man wenig Zeit hat. Und weil die Leute nicht genau wissen, was das eigentlich bedeutet. Selbstbestimmung ist aber wichtig und ist ein Wort, was die Leute eher verstehen. Dass sie selbst Herr der Lage sind, irgendwie sowas. Ne? Aber jetzt machen wir mal kurz hier weiter vielleicht. Ich suche nach Leuten, die mich am Stand überzeugen, wenn ich ihnen sage, ich habe doch überhaupt nichts zu verbergen. Blöder Datenschutzkrams, ja. Brauchen wir nicht. Du warst schon mal dran, aber wenn dich sonst keiner meldet, darfst du nochmal. Ja, gut, das ist eigentlich für mich relativ einfach, weil ich vergleiche das immer ganz gerne mit meinem Zuhause. Ja. Mein Handy, mein Computer und so was wird alles mit meinem Zuhause verglichen. Und ich werde den Teufel tun, meine Haustür offen stehen zu lassen. Und wenn ich doch nichts zu verbergen hätte, dann könnte ich das doch im Grunde genommen auch. Das ist im Endeffekt meine erste Aussage. Gardinen abschaffen. Ja, Gardinen zum Beispiel. Schaffen. Wobei ich tatsächlich keine Gardine habe. Also, hier kann tatsächlich jeder reinpucken. Ja, okay, ist ein Argument. Dieses doch was zu verbergen, kann man versuchen. Ist aber nicht ganz trivial, je nachdem, wie du triffst. Wenn ich jetzt totaler Jeff Jarvis bin, sage ich, super, kannst du bei mir in die Küche hängen, auch im Schlafzimmer, so. Klo, völlig egal. Klo auch. Jeff Jarvis, kennst du Jeff Jarvis? Wahrscheinlich nicht, okay. Also wenn ich jetzt totale Privacy, der totale Datenliebhaber bin und meine Genmatrix veröffentliche und so, dann kommst du damit nicht weiter. Mit dem, dass du doch was zu verbergen hast. Ja, gut, wie viele Leute sind das? Und, ja, aber die Argumentationslogik. Ne? Hier musst du gucken, Schlafzimmer geht immer, oder fast immer. Unverletzlichkeit der Wohnung. Was gibt es noch für Dinge, die man vielleicht verbergen möchte? Ja, das ist schon rumgesagt. Nee, also ich würde es versuchen, ihm dann klarzumachen, dass es auch Einfluss auf den Menschen in seinem Umfeld hat, dass er nicht alleine von betroffen ist. Absolut, ja. Warum? Oder wie?
Ja, weil er natürlich auch mit anderen Menschen, also jeder von uns kommuniziert ja auf irgendwelchen Wegen und mit irgendwelchen Menschen. Und da fließen dann ja auch Informationen, in welcher Form auch immer. Und ich weiß ja nicht, ob der andere überhaupt möchte, dass diese Informationen dann auch an die Öffentlichkeit kommen und bekannt werden. Ja, das ist ein echtes weiteres Argument tatsächlich. Ich würde ihn fragen, ob er zum Beispiel auf Arbeit das gerne hätte, dass der Arbeitgeber ihn komplett video überwacht, seine Arbeitsleistung daran festmacht und dann eine Bewertung seiner persönlichen Arbeitsleistung vollzieht. Ob er es zum Beispiel gerne hätte, wenn er auf einmal eine Video bekommt, und heute Zeit vielleicht per E-Mail, weil er vielleicht zwei Tage schlecht drauf war und schlecht gearbeitet hat und das ganze Videoaufnahme total sichtbar ist. Ja, das ist das dritte Argument, das sind natürlich die Folgewirkungen. Da gibt es verschiedene Arbeitsplätze sicherlich gut. Bis auf ganz wenige, ganz junge Menschen kann man den Leuten sehr gut klar machen, dass es niemand garantieren kann, dass wir diese Regierung und diese Zustände ewig haben werden. Das heißt, unter einer veränderten Regierung, unter anderen Aspekten, können Dinge, die wir heute meinen, überhaupt nicht verbergen zu müssen, eines Tages genau die sein, die wir dann doch lieber nicht öffentlich haben wollen. Ja, das ist Missbrauch, genau, langfristig. Wir wissen gar nicht, was genau mit dem Staat gemacht wird oder wenn man regiert und sowas. Gerade für Ältere ist das sehr gut, ja, die sich noch erinnern an das 20. Jahrhundert. Das ist so lustig, wir sind 2013. Ich kenne eine Menge Leute, die das 20. Jahrhundert nicht erlebt haben. Nein, die dürfen doch nicht wählen. Der ist aber auch nicht so bewusst mit Rasterfahren los, etc. Wir hatten das in einem vorherigen Slot, da hat Martin das auch gesagt, es sind natürlich grundlegende Argumente in der deutschen Geschichte echt zu finden. Das Grundgesetz hat ja nicht ohne Grund wichtige Pfeile eingezogen, weil eben zum Beispiel das Briefgeheimnis im Dritten Reich einen Faktor ausmacht. Und auch die Stasi-Geschichte ist natürlich, wenn du jemanden hast am Stand, von dem du weißt, dass er das versteht, kann man das sehr gut anbringen, eben dieses. Ne? Es gibt ja jetzt auch inzwischen gut Filme drüber. Die anderen, wie heißt der Titel nochmal? Das Leben der anderen. Hier konkret ist es gut, Scoring trifft auch andere Leute, egal wie ich mich verhalte. Ne? Wenn ich in einem Haus wohne, wo alle meine Nachbarn nicht ihre Rechnung bezahlen, dann kann es sein, dass ich selber bei Amazon einen höheren Preis kriege. Pech hab, ne? Also wenn die jetzt mal ihr Scoring auf Hausflure runterbrechen würden. Oder meine Nachbarschaft. Ne? Das heißt, wenn ich selber nichts zu verbergen habe und mache alles richtig, kriege ich trotzdem eventuell keine Kfz-Versicherung. Oder sie ist vielleicht kein Telekom-Anschluss. Oder kein Telekom-Anschluss. Ja, das sind Folgewirkungen, die über den Einfluss von anderen kommen. Ja, deswegen habe ich vorher hier gedoppelt. Klar, Kommunikation zweiseitig. Das ist nicht nur mein Datenschutz, sondern auch der anderen. Und die, was ist ja praktisch schon nur bei der Schufa. Genau, Schufa ist praktisch. Schufa zu kriegen, wenn du in der falschen Ecke wohnst. Deswegen mache ich das Scoring auf Schufa, ist natürlich genau das, was sie uns teilen, das Gleiche. Wieso auf Schufa? Schufa ist allein viel, weil ich nicht so. Jemand ein Argument hier so von anderer Kategorie, nicht zu verbergen. Vielleicht auch alle fest. Vielleicht ein Arbeitsamt Ärger kriegt, weil die dann dahinter kommen. Ja. Dann das ist übrigens auch. Schreibe ich hier nochmal Zukunft. Eigentlich ist das hier schon subsumiert irgendwo hier so. Das kann man gut benutzen, insbesondere mit der Hartz-IV-Problematik, weil es gibt ja zwar viele Leute, die kommen und sagen, es betrifft mich nicht, aber man kann ja nicht immer sagen, ja, aber vielleicht verlierst du aber deinen Arbeitsplatz und dann wirst du vielleicht froh sein, dass du nicht ohne Datenschutz oder Persönlichkeitsrechte dann mit dem Arbeitsamt agieren musst. Ne? Weil das ist sozusagen, man weiß ja eben auch nicht, was passiert, weder persönlich für die Leute. Damit kannst du auch vielen Leuten ganz gut vermitteln, dass es auch für sie mal wichtig sein kann, zumindest auch wenn sie das Gefühl haben, es ist nicht für sie wichtig im Moment. Oder die Dauerkarte im Schalke-Freundeskreis. Es gibt noch ein Problem. Ja. Es gibt noch ein Problem, was man. Es ist, ist eine Generationenfrage. Ich habe als Jugendliche Dinge getan, wir wurden erst mit 21 mündig. Als Jugendliche und dann auch eigentlich schon nach Gesetz als Erwachsene Dinge getan, die ich nie verbergen würde, die ich aber nicht jedem auf die Nase binde. Wenn wir also zu dem Zeitpunkt schon diese Überwachung gehabt hätten, dann könnte heute jeder nachgucken, die Martini war schon in der Psychiatrie, die war schon im Knast, die war schon da, die war schon da, ist nicht so richtig prickelnd für mein generelles Leben, heute zum Beispiel als Vertretungslehrerin an einem Gymnasium. Dann hätten die mich wahrscheinlich nicht genommen. So, nur mal so als Beispiel.
was da alles passieren kann, wenn einer sagt, ich habe nichts zu verbergen. Wer ist denn davor gefeit, nicht irgendeinen Bockmist zu machen als junger Mensch oder auch als älterer? Und das hängt ihm dann sein Leben lang nach und er kann sich bestimmte Berufswünsche oder ähnliches einfach abschminken. Da kommt ja gleich in den Verdacht rein, wo nichts hinter ist. Aber es ist ein Verdacht geäußert worden. Er wird ermittelt und kommt zwar nichts mehr raus mit dieser Datenverdacht. Jetzt ein Bild finde bei Facebook, wo du halt mit einer Flasche Sandria liegst, selbst wenn das so ein harmloser Urlaubsspaß gewesen war, ja, dann kannst du sagen, kannst dich schnell je nachdem schon abschminken. Das muss auch heute schon. Ja, meine ich halt. Die zwei besten Jahres für dieses Problem, glaube ich, relativ gut. Ausgedingt. Wir haben nicht mehr so viel Zeit, deswegen würde ich jetzt euch anbieten, wenn ihr möchtet, eine ganz kleine Kurzzusammenfassung, 2 bis 3 Minuten, über die aktuelle Programmbeschlusslage zu bieten. Mhm. Soll ich das genehm? Ja, wahrscheinlich. Ne? Sehr. Zunächst mal ist es am einfachsten, ein paar Titel von Anträgen vorzulesen, die wir beschlossen haben, zum Beispiel Neumarkt, dann wisst ihr sofort, worum es geht. Wir haben angenommen, Netzneutralität stärken und gesetzlich verankern. Ist jedem, glaube ich, klar, Netzneutralität der Klassiker für Netzpolitik, ist aber sehr schwer zu vermitteln. Drosselkom hat uns jetzt die Möglichkeit geboten, das etwas konkreter zu machen für jedermann. Ansonsten ist es gar nicht so einfach das Thema, wie man das konkret jemandem erklärt. Zu Datenschutz, wir haben keine Fluggastdatenspeicherung separat beschlossen, habe ich mit jedem schon darauf eingegangen. Wir haben einen allgemeinen Antrag Schutz der Freiheit und Privatsphäre im Internet. Das ist, der enthält eigentlich alles, was man so braucht, so dass Dienste möglichst anonym nutzbar sind, dass nicht alle möglichen IP-Adressen aufgezeichnet sind und wenn man eben nicht weiß, welche Seiten im Internet ich besucht habe und so weiter und so fort. Ich mache da immer diese Eselsbrücke, die man sich merken muss. Öffentlicher Raum. Wir wollen einen öffentlichen Raum haben, genauso wie es auf Straßen und Ähnlichem ist. Wir wollen nicht permanent überwacht werden, wir wollen nicht dumm angequatscht werden, ohne Anlass, nicht protokolliert und so weiter. Das kann man sich ganz gut merken. Und dann kann man diese Dinge, die man im öffentlichen Raum normalerweise als freiheitsliebender Mensch so haben möchte, auf das Internet übertragen. Das sind im Wesentlichen auch solche Begriffe, einschließlich Bürgerrechte und Privatsphäre. Und wir haben einen Standardantrag in Bochum angenommen, das war der von Jan Hemme. Der Sammelantrag, der heißt, Moment, der hat auch fast alles drin, der heißt Privatsphäre wahren, Datenschutz und informationelle Selbstbestimmung stärken. Klar, ne? Sonst müsst ihr euch rühren, wenn das nicht klar ist. Es gibt auch noch den Antrag informationelle Selbstbestimmung stärken, Medienkompetenz fördern. Da sind so Dinge drin wie Stärkung der Datenschutzbehörden, ne? Peter Schaar und auch die Landesdatenschutzbehörden sollen gestärkt werden. Verantwortungsvollen Umgang mit Meldedaten sicherstellen und auch Datenhandel eindämmen, ist klar, ne? So Ein- oder Meldeamtssachen. Verdachtsunabhängige Datenspeicherung verhindern. Klar, passt so zum Wort Datenspeicherung. Dann haben wir das EU-Sixpack angenommen in Neumarkt. Das hat einen Baustein, digitale Agenda für Europa. Da stehen verschiedene Dinge drin, Urheberrecht, Datenschutz, Internet, da habe ich 2 Sätze rausgeschrieben, die für euch interessant sind in diesem Zusammenhang. Der eine Satz heißt, die Reform des europäischen Datenschutzrechts muss der Datensparsamkeit und informationellen Selbstbestimmung Vorrang geben. Das gilt insbesondere für die Datenerhebung, Verwertung und Weitergabe durch öffentliche Stellen. Könnt das mal mit Kreide an die Tafel schreiben? Das sieht man besser. Echt? Ja, ich sehe da hinten nichts mit dem Rot auf Weiß. Ja, ich kann das hier aber auch zukommen lassen und eigentlich dient es nur dazu. Das ist gut, ja. Du hast mit Sicherheit. Das ist bloß deine Bayern-München-Phobie von gestern Abend. Ja, ich schicke sowieso hinterher was rum. Das, ich habe auch dem Merk gesagt, dass umgebeten, dass alle Vorträge gesammelt werden und also die Wikileaks gesammelt werden über den. Ja, ich sammle ja schon seit. Genau. Das ist ein bisschen fast, genau. Das ist auch fast ein Überblick über die gesamte Beschlusslage. Hauptsächlich wollte ich das erstmal ins Wiki packen, da wo das Seminar ist. Entschuldigung. Es gibt so kleine Details noch, hier so digitale Netze ins Grundgesetz und solche Sachen, die aber nur bedingt am Infostand wichtig sind, wenn ich nicht ohnehin Datenschutzexperte bin, sozusagen, wenn das nicht mein Thema ist. Klar, kein Bundes- oder Staatstrojaner haben wir auch im Programm, das ist der Klassiker. Für den Bundestrojaner, Schutz der Privatsphäre im Grundgesetz. Dann haben wir noch ein International Liberty Agreement. Da wollen wir uns auf internationaler Ebene dafür einsetzen, dass wir
diese ganzen Akte und sonst wie Verträge durch etwas Positives kontern, indem wir dann mal sagen, diese und jene Rechte wollen wir auch alle haben. Ja, weltweit. Ich muss den Leuten am Stand manchmal leider erklären, was ein Trojaner ist oder woher das kommt. Genau. Aus Griechenland. Sehr ordentlich. Wieder die bösen Griechen. So, so. Kyros. Ja. Das ist immer einfach so. Genau. Und dann haben wir noch quasi als Sahnehäubchen einerseits hier Betroffene von Überwachungsmaßnahmen müssen stets informiert werden. Das ist zwar schon Gesetzeslage, wird aber nie gemacht. Und es gibt auch seit Neumarkt den, wie ich finde, absolut super überzeugenden, auch wahlkampfrelevanten Punkt, eventuell Rücknahme des großen Lauschangriffs. Der große Lauschangriff ist ja damals von FDP mit Schnarrenberger und Rücktritt und so, ne? Wisst ihr noch? Mhm. Im Grundgesetz drin. Es gibt auch ein paar andere Klauseln, die auch noch Telekommunikationsüberwachung regeln. Und wir haben jetzt im Programm tatsächlich, dass wir diese Sachen aus dem Grundgesetz wieder rausschneiden wollen. Das ist an sich nicht spektakulär, kann man sagen. Kann man aber super vermarkten, weil da sind die anderen Parteien alle nicht angreifbar. Aber die haben sich ja auch damals im Mauschen geeinigt, dass sie uns jetzt in Zukunft überwachen. Und man kann eben auch faktisch nachweisen, dass alle diese Überwachungsbefugnisse total in immensem Ausmaße missbraucht werden, und zwar in steigendem Ausmaße zahlenmäßig. Ne? Das ist ein guter Punkt für klassische Überwachung, weil eigentlich ist das ja Wohnraumüberwachung. Ne? Die wohnen hier oben in der Wohnung. Die ist ja nicht ohne Grund so stark geschützt und er will schon in seiner Wohnung abgehört werden oder hier überwacht. Ja, das ist so grob die Programmlage. Jetzt sind wir eigentlich wahrscheinlich, müssten wir jetzt fertig sein. Dann würde ich vielleicht nochmal eine Runde machen. Habt ihr noch irgendwelche Fragen zu dieser Sache? Das war ein bisschen kurz, aber mehr Zeit ist leider nicht. Wenn wir das hinterher in irgendeiner Form kriegen, so wie den Flyer auch, wäre das wunderbar. Also wechseln Wiki. Ja, reicht. Prob erstmal. Komm ich nicht immer mit dem Wiki. Okay, vielen Dank. Steht im Wiki. Also, das ist ein bisschen kompliziert, weil die.